herzlich willkommen zur Hula-Hoop-Online-Stunde Hoopla The Basics. Wir beginnen heute mit dieser Position. Ihr legt den Reifen hier so oben auf euren Kopf drauf und balanciert den Reifen auf euren Kopf. Könnt ihr mal probieren, ein Schrittchen zu machen. Vorsichtig in Bewegung zu kommen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Bewegung lässt der wieder zu, ohne dass er sich dreht oder runterfällt. Vielleicht mal zwei, drei Schritte laufen. Vorwärts, rückwärts, zur Seite. Genau. Dann findet in eine bequeme, aufrechte Haltung die Füße etwa hüftbreit auseinander. Wir machen eine Atemübung mit dem Reifen so auf dem Kopf. Und zwar beugt ihr die Knie und atmet ein und hebt dabei die Arme über die Seite nach oben, über euren Kopf. Faltet die Hände zusammen über den Kopf und atmet aus und bringt die Hände hier. Und das machen wir ein paar Mal mit tief einatmen, Knie beugen, Arme über die Seite nach oben führen, ganz weit nach oben rausstrecken, Handflächen zusammen mit der Gebetsposition ausatmen, Hände vorwärts. Wenn der Reifen runterfällt, kein Problem, dann legt ihn wieder drauf und fangt von vorne an. Und nochmal. Und wenn ihr beim nächsten Mal oben angekommen seid, dann öffnet ihr die Arme so V-förmig weit und ich gehe mal ein Stück zurück, dann seht ihr es hoffentlich besser. Streckt euch ganz weit nach oben raus und geht auf die Zehenspitzen und balanciert den Reifen auf eurem Kopf. Ganz lang machen. Und Fersen langsam wieder senken. Arme in die neutrale Position. Gut. Dann machen wir eine Dehnübung für den Nacken und für den Hals. Und zwar bringt ihr euer rechtes Ohr zur rechten Schulter. Versucht den Reifen weiter auf dem Kopf zu balancieren. Streckt den linken Arm ganz weit nach unten aus. Flext die Hände und drückt die Handflächen Richtung Boden. Kann sein, dass sich der Reifen dann anfängt zu drehen. Macht aber nicht. Und ihr solltet hier in der seitlichen Nackenstrang ins Schulterblatt eine Dehnung. Und wieder lösen. Versucht zurückzukommen in die neutrale Position, ohne den Reifen zu verlieren. Dann bringt ihr euer linkes Ohr zur linken Schulter. Ganz langsam in Zeitlupe. Ohne dass der Reifen runterfällt, streckt euren rechten Arm aus, flext die Handfläche und zieht mit der Handfläche Richtung Boden. Und solltet ihr auf der rechten Seite im Nackenstrang und im Schulterblatt eine leichte Dehnung haben. Und wieder in die neutrale Position aufrichten. Das hier ist unsere neutrale Position und wir machen jetzt Kreise mit dem Kopf. Wir versuchen dabei den Reifen zu balancieren. Er dreht sich auch, das ist in Ordnung. Dann bringt ihr das Kinn zur Brust, das Ohr zur Schulter und dann mit einem ganz langen Nacken bringt ihr den Kopf so ein bisschen nach hinten, dass ihr die Decke sehen könnt. Und wieder zur Seite, hin zur Brust, anderes Ohr zur Schulter und Kopf über hinten mit einem langen Nacken, wieder zur Seite,
wechseln wir die Drehrichtung. Jetzt geht der Kopf in die andere Richtung. Der Oberkörper und Schulterbereich darf sich gerne ein bisschen mitdrehen, damit wir die Kreise langsam etwas größer werden lassen. Gut. Mit dem nächsten Kreis kommen wir wieder in unsere neutrale Ausgangsposition. Und wir machen noch eine Balanceübung. Zwar in Yoga-Position der Bauch. Bringt den rechten Fuß, entweder hier an den linken Oberschenkel auf die Innenseite. Oder ihr könnt auch den Fußrücken und rechten Fuß auf die Oberschenkelvorderseite bringen. Und das Knie vom Standbein leicht beugen. Dann nehmen wir die Arme zur Seite, nach oben und vors Herz. Und dann versucht euer Gleichgewicht zu halten. Und wir lösen das Bein und nehmen das linke Bein. Stabiles Gleichgewicht finden, stabilen Stand. Knie leicht gebeugt vom Standbein, Arme über die Seite nach oben. Handflächen zusammen lang rausziehen. Und Hände vors Herz. Und halten. Und lösen. Wir strecken als nächstes den Reifen gerade, senkrecht nach oben. Ganz weit hoch, ziehen uns ganz weit raus und bringen den Reifen zur Seite. Flankendehnung. Ihr macht euch ganz lang auf der Seite, die Arme sind gestreckt, der Hals ist ganz lang und versucht den Reifen senkrecht. Und atmen. Und wieder lösen. Ganz weit nach oben rausstrecken. Einatmen. Und mit dem Ausatmen auf die andere Seite. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und wieder nach oben. Und nochmal auf die erste Seite. Der geht nach vorne. Und lösen. Nochmal tief einatmen, Reifen ganz weit hochstrecken. Und zur anderen Seite bringen. Und lösen. Und wir bringen den Hula-Hoop vor uns. Stehen. Ihr drückt den Reifen ganz weit nach vorne raus, dass ihr den runden Rücken kriegt. Dann dreht ihr den Reifen über oben nach hinten. Streckt euch in die andere Richtung. Macht den Brustkorb weit, Hals lang, Blick geht diagonal nach oben. Und aus. Lösen. Reifen vorne und ein, strecken, Reifen, Rücken ganz weit von euch weg nach vorne. Verlagert eure Hüfte ein bisschen nach hinten, auf den Fußballen, macht den Rücken nach unten. Und halten. Und ausatmen, lösen, über oben und nochmal nach hinten, gegen dich. Geht einfach nur so weiter hin, wie es für euch bequem ist. Wenn es hier schon zu Ende ist, ist es gut. Wer sehr gedehnt ist, kann auch weitermachen.
streckt die Brust und den Bauch ein bisschen nach vorne aus. Als ob ihr ins Hohlkreuz gehen würdet. Okay, und lösen. Und ihr kommt hier wieder in die Ausgangsposition rein, den Fuß. Und fahren los. Halten nach links und rechts. Und die Kreise werden kleiner und kleiner, bis der Reifen in der Ruheposition ist. Und dann bringen wir den Kreis am Reifen um uns rum, schreiben den Kreis um unseren Oberkörper. Seite hin, Seite vorne. In eurem eigenen Tempo und wechselt die Richtung in die andere Richtung. Kreisen um. Ihr dürft euch auch gerne mitdrehen und die eigene Achse in Drehrichtung vorbereiten. Mit dem Körper folgen. Das ist eine Wiederholung. Das hatten wir schon. Gut, dann stellen wir den Reifen vor uns auf den Boden senkrecht. Gehen so weit weg wie es geht, ohne den Kontakt mit den Fingern zum Reifen zu verlieren. Nach einem ganz langen Rücken, nach dem Kragenrücken, der Nacken ist in Verlängerung vom Rücken. Beine sind gestreckt, aber die Knie nicht überstrecken. Die dürfen auch leicht weiter. Und dann zieh den Rücken lang nach vorne. Das sollte mit dem Rücken, im unteren Rücken und auch in den Beinen und Seiten eine Dehnung bekommen. Dann beugen wir die Knie und nehmen den Leib in die Hände und bringen ihn hier über uns, dass ihr den Reifen bequem in den Händen habt auf Hüfthöhe und wir fangen an, hier den Oberkörper zu drehen, von links nach rechts. Die Beine gehen bequem mit. Das mobilisiert eure Wirbelsäule und macht euren Rücken beweglicher. Und wenn ihr den Reifen langsam nach oben fahrt, verlagert sich nochmal der Fokus in der Rotationsbewegung. Und wenn ihr ganz oben seid, langsam den Hula-Hoop-Aufzug wieder die Stockwerke nach unten fahren, bis ihr unten im Keller angekommen seid. Und dann fährt der Aufzug nochmal hoch. Und nochmal runter in die neutrale Position. Dann bringt ihr die Hinterseite von eurem Reifen nach unten auf den Boden. Geht mit dem rechten Fuß durch den Reifen nach hinten und hängt den Fußrücken in den Reifen rein, sodass ihr hier den Hub im Fußrücken hängen habt. Zieht dann langsam mit den Armen die Vorderseite des Reifens nach oben über euren Kopf. Knie sind zusammen. Und dann könnt ihr euch schön weit aufmachen im Oberkörper und die Oberschenkel Vorderseite dehnen. Und versucht euer Gleichgewicht zu halten. Wer sehr beweglich ist, darf auch den Hula-Hoop über den Kopf nach vorne ziehen, um den Fuß noch weiter nach oben hinter den Rücken zu bringen. Oberschenkel und Unterschenkel in 90 Grad Winkelpose der Schenkelrippen.
Wenn das zu schwer für euch ist, bleibt einfach in der Oberschenkelbewegung. Und Pose lösen. Beine ausschütteln. Und die andere Seite. Wir gehen mit dem linken Fuß durch den Reifen durch. Hängt den Fußrücken etwa am Übergang von den Fußzehen zum Fußrücken ein in den Reifen. Und bringt den Hub senkrecht, möglichst senkrecht, über euren Kopf. Wir bleiben zusammen. Oberschenkel, Vorderseite wird gedehnt. Und atmen und halten. Und wer will, kann den Reifen über den Kopf nach vorne vor den Körper bringen, den Fuß weiter nach oben ziehen. Bis ihr in der Pose der Tänzerin angekommen seid. Ober- und Unterschenkel sind etwa in 90 Grad. Und Gleichgewicht finden und halten. Gut, lösen. Dann fangen wir mal langsam mit den Wiederholungen an von den Hooptricks. Wir hatten Handhooping, ihr erinnert euch. Ihr habt diese Position, als würdet ihr jemanden die Hand geben. Daumen. Und restliche Finger bilden einen 90-Grad-Winkel, sodass ihr hier zwischen Daumen und Zeigefinger in der Kuhle den Reifen halten könnt. Und wir legen den Reifen hier auf unsere Hand, drehen uns um unsere eigene Achse und kommen ins Handhooping. Horizontal über den Kopf ins Lasso. Könnt man für euch üben, die Lücke zu sehen und die Hand links und rechts zu wechseln. Wir gehen in eine geöffnete, große, zweite Position und beugen die Knie in ein Grand Plié. Beckenboden, Rückbildungsmannis, Beckenboden jetzt bitte anspannen, nach oben und innen ziehen und die Pose halten. Und dann lösen wir die rechte und die linke Ferse abwechselnd vom Boden. Und nochmal das Knie vertiefen. Beckenboden anspannen und hinstellen. Gut. Wir haben eine Übergabe über vorne. Vielleicht erinnert ihr euch. Wir können den Reifen von links nach rechts übergeben und dann die Hand über die Seite nach oben bringen und wieder ins Lasso kommen. In die Gegenrichtung ist die Übergabe über hinten. Hier hin. Und auch da könnt ihr den Reifen über die Seite wieder nach vorne und oben bringen, zurück ins Lasso. Habt ihr also eine kontinuierliche Drehmöglichkeit des Reifens um euren Körper herum? Ich mache Übergabe über vorne, gehe wieder ins Lasso, mache Übergabe über hinten. Über vorne. Überlegen. Über vorne. Und auch hier von links nach rechts schwingen. Und überlegen. Dann haben wir das Gleiche mit der Hand vor dem Körper. Der Reifen ist senkrecht. Und auch hier hatten wir das Üben mit dem Lücke sehen
und reingreifen, sodass ihr die Hand tauschen könnt, die den Reifen hält, um die der Reifen dreht. Könnt auch mit beiden Händen den Reifen drehen. Wir haben auch hier beim senkrechten Handschuhen fangen, links und rechts. Übergabe. Könnt ihr euch dabei auch bewegen, Hals umlaufen.
Und man kann dann auch hier eine Kombination machen. Balken auf die Schulter hängen, rüberholen, um die eigene Achse drehen und hier reinspringen und ins Waist-Looping, ins Hüft-Looping kommen. Zeit nochmal, Arm zur Seite rausstrecken, auf die gegenüberliegende Schulter hängen, Balken nach vorne bringen, in die Hand übergeben, im Kreis um die eigene Achse drehen, hier springen. In den Hüftlooping kommen. Wir machen das Hüftlooping gegen Uhrzeigersinn. Die Füße sind in Stützstellung. Ein Fuß nach vorne, einer hinten. Die Knie sind leicht gebeugt. Und wir bringen uns die Füße in einer kleinen Bewegung vor und zurück oder links und rechts und wippen ein bisschen über die Knie mit. Könnt ihr euch auch im Kreis drehen. In Drehrichtung vom Hub ist es gleicher als gegen die Drehrichtung. Ihr könnt kleine Schritte machen, nach vorne laufen oder zurücklaufen. Wir hatten auch über Armhaltung gesprochen, was mache ich mit meinen Armen? Da könnt ihr kreativ werden, die Arme zur Seite rausstrecken oder die Hände auf die Schultern ablegen oder sogar ganz gemütlich auf den Kopf legen. Oder ihr kreuzt Unterarm vor der Brust. Fuß vor und legst die Hände auf die Schulter. Handfläche nach oben nehmen, die Position, die wir vorhin hatten, über die Seite öffnen, nach oben, Gebetshaltung, Hände vor das Herz. Oder hier die Unterarme einklappen. Und so, als würdet ihr mit dem Putzlappen den Tisch abwischen, von links nach rechts, abwechselnd die Unterarme einklappen, vor dem Körper zur Seite ziehen und die Arme wieder strecken. Dabei kann er sich auch gut drehen. Dann haben wir auch Schlangenarme. Abwechselnd von rechts und links hoch führen in eurem eigenen Tempo. Oder gleichzeitig mit Handgelenk kreisen. Führen und weiter Handgelenke kreisen, Ellbogengelenke kreisen, die Hände, die Arme wieder zur Seite. Denkt dran, dass wir auch hier in die andere Richtung mit dem Reifen gespielt haben. Auch mal in die schwache Richtung üben. Bei mir ist das im Uhrzeigersinn, ist die schwache Richtung. Und auch hier die verschiedenen Armvariationen ausprobieren. Gehen. Laufen. Ja, das ist bei mir auch schon schwer. Arme über die Seite nach oben strecken, Gebetsposition über den Kopf und Hände ins Herz ausstrecken und Handgelenke kreisen. Finger sind ganz locker geöffnet, bis nach oben und wieder zurück.
zur Seite zurück. Wischen. Oder die Hände auf die Schultern legen. Auf den Kopf. Ganz cool. Oder auch voll den Brustkorb. Kreuzen und die Hände, die Finger auf die Schultern. Wiederholung von der Turnier. Wir hatten hier den Kreis vom Reifen wellenförmig entlang der Gürtellinie. Hier hinten am Kreuzbein langreisen, seitliche Hüftschaufel, vorne am Unterbauch auf Höhe der Gebärmutter, andere Seite in der Hüfte und wieder hinten über das Kreuzbein. Das heißt, der Reifen, der verlagert immer, welche Seite oben und unten ist. Und man macht so einen kontinuierlichen Kreis um euren Körper. Links rum und rechts rum. Die Arme bleiben ganz locker und entspannt und halten nur den Rand. Hier aus der Snir kann man auch den Reifen dann in eine Hand nehmen und wieder über die Seite nach vorne bringen. Ich halte nochmal. Ich bin hier in der Snir. Eine Hand oben. Ich lasse die andere, die untere los und kann den Reifen greifen und dann nach vorne. Der Hub ist euch umgefallen. So. Ihr wollt euch nicht bücken, um den aufzuheben. Wir hatten einmal, es geht mit Strümpfen oder Barfuß am besten, mit den Fußzehen den Reifen auf den Fußrücken ziehen. Hier legt er jetzt auf den Fußrücken. Und dann das Knie hochbringen Richtung Brust. Wir können den Reifen hier greifen. Bringe den Reifen, gehe in den Reifen rein und schiebe ihn mit meinem großen Fußzehen auf den Fußrücken drauf, bringe das Knie hoch und kann dann durch den Reifen durchgreifen und ihn fangen. Der Hund ist nochmal für euch. Rechts, aufschieben, Knie hoch.